zu einer neuen Ausgabe von Uni Wien Broadcast. Ich bin heute hier in Wien auf der Hohen Warte und zwar bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wurde 1851 gegründet. Da hatte sie ihren Sitz aber nicht hier auf dem Gelände, sondern in der Wiener Hauptstraße. Das war ein Zinshaus und da war der erste Stock angemietet. Und da hat man mit 8 Leuten vor allem magnetische Messungen gemacht. Und deswegen hat die Zentralanstalt damals Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus geheißen. Und erst im Jahre 1872 ist man dann hier auf das Gelände gekommen. Dieses Gebäude ist von dem berühmten Ringstraßenarchitekt Ferstl erbaut worden. Also das ist ja auch was Besonderes. Und dann begannen hier die täglichen Messungen. Seitdem haben wir auch die langen meteorologischen Reihen hier auf der Hohen Warte. Also das ist auch etwas Besonderes. Und wenn man hier beim Eingang schaut, dann sieht man noch den alten Namen KK, Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Seit 1904 ist eben der staatliche Erdbebendienst hier in unserem Haus angesiedelt und wir machen hier unsere Messungen und Beobachtungen. An der Zentralanstalt auf der Hohen Warte haben wir noch historische Instrumente, das sind zwei Wicher-Seismographen. Die sind aber nicht mehr in Verwendung, also man kann sie noch besichtigen. Das sind sehr große Instrumente mit einer Tonne Gewicht. Einige dieser Instrumente werden Sie noch auf der ganzen Welt finden, meistens in Museen, weil heute hat man digitale Messinstrumente und verwendet nicht mehr diese analogen Geräte, aber man kann sie noch besichtigen und sie sind wirklich vom mechanischen Gesichtspunkt her betrachtenswert. Ein Seismograph muss auf einem Betonsockel gebaut werden und darf nicht mit dem Haus in Verbindung stehen, weil sonst würde ja die Schwingungen des Hauses aufzeichnen. Und deswegen gräbt man auf anstehenden Fels hinunter, also auch wenn Schotteruntergrund ist, wie das ja oft in Wien ist, durch die Donauterrassen, da muss man so lange hinuntergraben, bis man auf festen Fels kommt. Wir haben laufend mit Erdbeben zu tun, allerdings ist die Abteilung Geophysik nicht nur mit Erdbeben befasst, sondern auch mit der Magnetik, Erdmagnetfeldänderungen, das ist auch ein spezieller Bereich der Geophysik. Angewandte Geophysik wie Erdöl, Vorkommen, Lagerstätten im Generellen ist auch ein spezieller Bereich und dann auch die Schweremessungen vom Erdkörper. Das ist wissenschaftlich sehr interessant und wichtig, das zu kennen. Aber in der Seismologie ist natürlich, das ist so der Hauptpart, weil wir ständig massiert werden. Wir sind am Puls der Erde und daher werten wir im Jahr über 7000 Ereignisse aus. Damit beantwortet sich auch schon eine mögliche Frage, was tut der Erdbebendienst, wenn es nicht bebt? Es bebt immer. Und eines dieser Beben könnte ja auch ein Atomtest sein und dafür sind wir auch zuständig, Atomtests zu finden unter diesen vielen Erschütterungen. Was könnte das gewesen sein, wann und wo, wie stark möglicherweise. Also das sind so die Hauptaufgabengebiete der Geophysik. Könnte das denn sein, dass wir ein derartiges Beben, dass man dann doch auch Schäden an Häusern oder was hat, auch in Österreich stattfindet? Ja, das hatten wir in den letzten 100 Jahren mehrfach, also das wäre überhaupt keine Überraschung. Allerdings muss man sagen, dieses Beben jetzt bei Bologna mit Magnitude 6 stellt so etwa die Obergrenze der letzten 1000 Jahre der Erdbebengeschichte in Österreich dar. Geologisch gesehen hat es natürlich viel stärkere Beben in noch früherer Vergangenheit gegeben. Aber für die Baunorm, für das Errichten erdbebensicherer Gebäude ist es notwendig, dass man die letzten 1000 Jahre insbesondere berücksichtigt. Die Bebentätigkeit hat in den letzten 100 Jahren nicht zugenommen. Wir haben nur viel, viel mehr Messinstrumente zur Verfügung in der Zwischenzeit. Das ist exponentiell angestiegen in den letzten Jahrzehnten und daher kann man auch kleinere Ereignisse weltweit wahrnehmen. Wenn früher ein Erdbeben, sagen wir der Magnitude 5, in Neuseeland passiert ist, dann hat kein Mensch sich dafür interessiert. Heute bekommen wir das mit, wir sehen es in den Bebenkatalogen im Internet, das wird sofort über die Medien weiterverbreitet.
Und die Leute wissen dann nicht, was sollen sie eigentlich mit dieser Information anfangen. Sie hören nur starkes Erdbeben. Mhm. Starkes Erdbeben kann vieles bedeuten, von 100.000 Toten bis zu gar nichts. Ja. Nicht? Das kommt darauf an, wie bevölkert eben ein bestimmtes Gebiet ist und wie groß die Magnitude dieses Erdbebens. Habe nun auch Philosophie, Juristerei und leider auch Theologie durchaus studiert mit eifrigem Bemühen. Hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Ich möchte erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, aber manche Wissenschaftler interessiert jetzt genau das Gegenteil. Und zwar das, was die Welt im Innersten auseinandertreibt. Und so auch dem Professor Dr. Götz Bokelmann von der Universität Wien. Grüß Gott, Herr Professor Bokelmann. Was die Welt im Innersten auseinandertreibt, so könnte man Ihre Forschungsarbeit auch beschreiben, die sich ja auch mit Seismologie und Erdbeben beschäftigt. Wie kommt man denn auf die Idee, so etwas zu erforschen und was fasziniert Sie daran? Naja, das ist eine lange Geschichte. Also als Abiturient, der ein Thema sucht, hat mich gereizt, draußen zu sein. Das war sicher ein großes Moment. Die Erdwissenschaften sind natürlich interessant, weil sie einem das bieten, bieten einem aber auch noch viel mehr, bieten einem Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Das interessiert einen dann jetzt im Laufe der Zeit mehr und mehr. Und gerade dieses Feld Geophysik ist natürlich für die Gesellschaft unglaublich wichtig, weil wegen Rohstoffen, Erdöl, Erdgas, seltene Metalle heutzutage, es gibt Naturgefahren, also auch hier in Österreich und hier in Wien. Es gibt Baustandards, die auf festem Boden basieren müssen und vieles andere. Also das ist sehr interessant. Einerseits ist das ein Feld, was sehr lebendig ist, hat mit Natur zu tun. Andererseits ist es aber auch sehr wichtig für die Gesellschaft. Jetzt denkt man ja als Österreicher dann oft, naja, was interessieren mich Erdbeben in Japan oder dergleichen. Aber man meint ja gar nicht, dass in der Umgebung Wiens auch so einiges los ist und selbst in der Stadt. Ja, das ist wahr. Also auch hier in Österreich gibt es Beben. Wien wurde ja auch mal zu einem gewissen Grad zerstört durch ein Erdbeben 1590. Es gibt diese historischen Abbildungen, die ich Ihnen zeigen kann, wo man sieht, welche Schäden aufgetreten sind, wie man sich das vorstellen könnte. Es gab auch in der jüngeren Vergangenheit Beben beispielsweise. Es ist ein Teil der Fassade der unserer Universität. 1972 herabgestürzt beim Erdbeben in Sebenstein, 50 Kilometer südlich von hier. Und hier hat das in Wien eben noch Schäden verursacht. Also es ist nicht so, dass die Beben nur woanders sind, sondern in Österreich gibt es das auch. Man versucht ja auch durch seismografische Messungen, zum Beispiel Erdbeben oder plattentektonische Vorgänge, vorherzusagen. Wie erfolgreich ist man denn bei derartigen Projekten, dass man dann zum Beispiel auch präventive Maßnahmen ergreifen kann? Also einerseits ist man sehr erfolgreich, andererseits nicht so erfolgreich, wie man gerne möchte und wie auch die Öffentlichkeit von uns erhofft. Also man weiß recht genau, wo die Erdbeben auftreten, man weiß nur nicht wann. Zum Beispiel, auch man kann sagen, in Österreich wird es Erdbeben geben, ob das morgen ist oder in 50 Jahren, das ist schon schwieriger zu beantworten. Allerdings muss man sagen, dass es in gerade jetzt sehr, sehr interessante Fortschritte gibt bei den allergrößten Erdbeben dieses Planeten. Um die zirkumpazifische Zone, da macht man Fortschritte, wo man auch in dieser Vorhersage mit dem genauen Zeitpunkt wahrscheinlich in der Zukunft weiterkommt als bisher. Bisher war das eigentlich eine recht frustrierende Frage, weil man über den Zeitpunkt nicht viel aussagen kann. Aber wie gesagt, man weiß, wo die Erdbeben auftreten. Ja, haben Sie selbst auch ein Erdbeben oder mehrere Erdbeben schon miterlebt und wie kann man sich das vorstellen? Sicherlich. In Kalifornien, wo ich ja lange gelebt habe, südlich von San Francisco, an der Stanford Universität, da gab es natürlich Erdbeben und das ist schon recht interessant. Erstmal weiß man gar nicht, auch ich, der sich mit Erdbeben viel beschäftigt, weiß erstmal gar nicht, was eigentlich passiert, bis man versteht, das ist ein Erdbeben. Und das ist schon recht beunruhigend, weil alles in Bewegung gerät, auch bei kleineren Erdbeben. Man weiß einfach nicht, was passiert. Man versucht sich festzuhalten und es gelingt nicht so richtig. Ja, ein faszinierender Aspekt auch in der Landschaft Österreich sind ja jetzt die Alpen, die jedes Jahr ja noch um 1 Zentimeter circa wachsen.
2014 oder ab 2014 planen Sie jetzt auch ein Projekt zur Erforschung der Alpen. Wie kann man sich das vorstellen oder was für Pläne gibt es? Ja, also die Alpen, das sind natürlich das interessanteste geowissenschaftliche Objekt in Europa. Das sehe ich auf jeden Fall so und die meisten meiner Kollegen. Deswegen möchten sich an diesem Projekt die meisten europäischen Länder beteiligen. Auch die Engländer, die Spanier, die Polen, die von den Alpen natürlich eigentlich ein bisschen weit entfernt sind. Aber alle möchten gerne hierher kommen und ihre seismologischen Instrumente in die Alpen stellen und mit uns zusammen den Untergrund unter den Alpen erforschen. Und da möchten wir auch gerne wissen, wie die Zukunft der Alpen ist, was passiert, welche Teile sich aufhalten, welche Teile sich absenken. Und das wird sicher sehr interessant. Welche Chance sehen Sie jetzt auch für Österreich, das dann als führender wissenschaftlicher Partner an diesem Projekt beteiligt wäre? Also das ist eine sehr interessante Frage. Österreich ist ja, wie Sie alle wissen, natürlich Tourismus ist eine ganz wichtige Sache und in der Wissenschaft ist es auch ein bisschen so. Denn wenn wir die ganzen Kollegen hierher bekommen, dann bringt das natürlich unsere Themen hier, die Alpen und andere österreichische Themen, natürlich international in den Vordergrund. Und außerdem haben wir natürlich bestimmte Techniken entwickelt in der letzten Zeit in Südfrankreich, Montpellier, wo ich ja Professor war, und auch in Kalifornien, in Stanford, die wir genau anwenden können auf diese Fälle. Und da hoffen wir auch im Wissenschaftlichen, uns es sehr gut platzieren zu können und damit die wissenschaftliche Szene in Österreich zu befördern. Und zum Schluss, warum sollte sich eine Maturantin oder ein Maturant dafür entscheiden, sich für dieses Institut zu bewerben? Ja, also unser Institut hat ja Meteorologie und Geophysik und ich bin Geophysiker. Also es sind erstmal beides sehr interessante Fächer, die sehr lebendig sind, die den Umgang mit der Natur, aber auch mit dem Menschen und umfasst. Leider gibt es in Geophysik im Moment in Österreich kein Studium, das ist leider verloren gegangen. Wir versuchen das wieder aufzubauen, also im Moment kann man in Österreich das gar nicht studieren. Aber es soll ja, das ist der Plan, eins eingerichtet werden. Meteorologie kann man studieren natürlich ab dem Anfang. Und wenn jemand auch Geophysik studieren möchte, dann sollte er erstmal Bachelor Physik machen und dann zu uns kommen. Und dann, wenn er das alles macht, braucht er sich um seine Zukunft keine großen Sorgen machen. Ja, was aktuell in der Erdbebenforschung los ist, das haben wir jetzt von Professor Dr. Gotz-Bokelmann erfahren. Ein anderer Zweig, und zwar der sich auch mit Geophysik beschäftigt, ist die historische Erdbebenforschung. Und da waren wir bei Professor Dr. Karl Wozelka zu Besuch. Wir wissen also jetzt auch vom Professor Dr. Gotz-Bokelmann, dass unsere Erde in ständiger Bewegung ist. Das haben Erdbeben in der italienischen Poebene vor kurzem erst wieder unter Beweis gestellt. Doch was heute unter der Erdoberfläche so passiert, das interessiert Professor Dr. Karl Wozelka nicht so sehr. Denn er ist Professor an dem Institut für Geschichte, nämlich für historische Erdbebenforschung. Man meinte jetzt eigentlich, dass es mehr Sinn machen würde, zum Beispiel zukünftige oder aktuelle Beben zu untersuchen. Wie kommt man auf die Idee, zum Beispiel Erdbeben aus dem 15. Jahrhundert zu erforschen? Ja, die Zukunftsvorhersage bei den Erdbeben steckt in den Kinderschuhen, nicht? Das ist nicht so leicht, die Erdbeben der Zukunft zu erforschen. Die gegenwärtigen Beben werden ja so und so erforscht im Sinne, dass es Aufzeichnungen darüber gibt. Also die Seismographen, die überall in der Welt verteilt stehen, zeichnen ja die Erdbeben auf. Da kann man dann Rückschlüsse ziehen, wo das Epizentrum war, wie stark das Erdbeben war etc. Das Problem ist, dass diese Beobachtungen über Erdbeben ungefähr, grob gesprochen, 150 bis 200 Jahre zurückreichen. Davor gibt es keine Seismographen und keine wirklichen wissenschaftlichen Aufzeichnungen in Wissenschaft im heutigen Sinn, sondern nur Aufzeichnungen, die für den Historiker zugänglich sind. Also das heißt, in den Quellen stehen Dinge, die den Geophysiker Informationen darüber geben, wie stark das Erdbeben an einem bestimmten Ort gespürt wurde. Und aus diesen Dingen heraus kann er dann so ähnlich wie heute, natürlich nicht mit derselben Exaktheit, aber doch sehr exakt, das Erdbeben analysieren und feststellen, wo das Erdbeben Epizentrum hatte, welche Schüttergebiete es hatte und so weiter. Wichtig ist das vor allem natürlich jetzt nicht so sehr für die Erdbebenprävention der Zukunft, sondern
für die Frage, wo gibt es bebensichere Standorte für Großprojekte. Nicht? Also das ist die wichtige Frage. Also wenn ich Atomkraftwerke in Österreich, ist das eben bei Zwentendorf der Fall gewesen, oder auch wenn ich einen Staudamm baue und der ist in einem erdbebengefährdeten Gebiet, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein großes Beben, also stark Beben, wo halt große Schäden eintreten, wieder passieren könnte, dann ist natürlich die Katastrophe perfekt und daher versucht man diese Katastrophen dadurch zu minimieren, dass man weit in die Vergangenheit zurückgeht und die Erdbeben untersucht. Und welche Quellen ziehen Sie dann heran für Ihre Arbeiten? Das sind ganz unterschiedlichste Dinge gewesen. Die Arbeit liegt ja schon einige Zeit zurück. Das sind sowohl schriftliche Aufzeichnungen in erster Linie, einige wenige Bildquellen. Die Bildquellen geben nicht allzu viel her. Aber die schriftlichen Aufzeichnungen, das können Briefe sein, Berichte von Leuten, die das Erdbeben miterlebt haben. Das können natürlich auch Akten sein, also zum Beispiel über die Beschädigungen in einem bestimmten Gebiet. Es hat dann bei unterschiedlichen Erdbeben, also bei dem 1590er-Beben, wo das erste Buch über Erdbeben in Österreich entstanden ist, waren das noch relativ wenige Quellen, aber im 17. und 18. Jahrhundert steigen diese Quellen. Man hat das dann sozusagen das Gebiet beritten und hat die Erdbebenschäden aufgezeichnet, nicht? Und damit hat man natürlich sehr, sehr gute Informationsquellen. Aber natürlich ist es auch klar, bei so Quellen, man muss ja dann immer kritisch bleiben, oder? Natürlich, also Quellen müssen immer kritisch, das ist also die Aufgabe des Historikers, der Historikerin, Quellen kritisch zu betrachten. Natürlich, wenn ich jetzt einen Brief habe, wo jemand um Steuerermäßigung ansucht, weil seine Bauern, also irgendein Adeliger, weil seine Bauern durch das Erdbeben geschädigt wurden, dann muss man sich fragen, naja, also wie übertreibt er, nicht? Also jeder, der Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass man da gerne das eine oder das andere sich ersparen möchte, sozusagen. Und das war damals natürlich genauso der Fall. Also man muss kritisch mit den Quellen umgehen. Aber im Großen und Ganzen sind die Quellen eigentlich sehr, sehr hochwertig und gut für die Erdbeben. Zum Teil hat man Informationen drinnen, die wirklich also geradezu ins Detail hineingehen. Also irgendwo, wo der Kanarienvogel im Käfig vom Sprissal gefallen ist. Das ist etwas, was eine bestimmte Intensität des Erdbebens anzeigt. Nicht? Also das klingt zunächst einmal lächerlich, ist aber etwas, woraus der Geophysiker dann Schlüsse ziehen kann, dass dort eine ganz bestimmte Intensität ist und diese Punkte gleiche Intensität kann er dann auf einer Karte einzeichnen und das ist die Grundlage für die Analyse. Und wie schaut es aus, zukünftige Erforschungsprojekte, wie glauben Sie, geht es weiter in der historischen Erdbebenforschung? Na, es ist ja weitergegangen nach diesem Projekt, also eine der Mitarbeiterinnen, die Christa Hammerl, die eine Dissertation über ein Erdbeben, das ein Epizentrum in Friaul hatte, also das sogenannte, wird immer als Villacher Beben bezeichnet, das Epizentrum lag aber in Italien, in Friaul, und Villach war ein besonders zerstörter Ort, und dann über viele andere Erdbeben weitergearbeitet, die ist an der Zentralanstalt für Geophysik und Geodynamik, glaube ich, heißt sie genau, und arbeitet dort weiter an historischen Erdbeben. Die historische Forschung braucht man hauptsächlich dafür, um in die Vergangenheit zu blicken, um längere Reihen zu bekommen, und zwar seriöse Reihen, weil Erdbeben haben Wiederholungszeiten. Und gerade in Österreich haben wir ja wenig große Erdbeben. Wir hatten aber in der Vergangenheit schwerere Erdbeben, also zum Beispiel das Erdbeben von 1590 im Tullner Feld. Wir haben jetzt nach neuesten Studien herausgefunden, das war in Ried am Riederberg, das Epizentrum. Das hatte auch Auswirkungen auf Wien und es hat auch in Wien schwere Schäden gegeben. Das ist wichtig, dass man so etwas weiß, weil diese Forschungen, die fließen dann in die Önorm ein und man kann dann, wenn man neue Gebäude errichtet, kann man diese erdbebengerecht bauen. In unserer heutigen Informationsgesellschaft ist man natürlich stets über auch aktuelle Erdbeben zum Beispiel informiert. Soziale Netzwerke spielen da auch eine ganz große Rolle und zwar haben sie die Schnelligkeit und die Dichte an Informationen sehr erhöht. Das wohl uns bekannteste und meistgenutzte ist Facebook. Facebook ist ein Phänomen, das eine ganze Generation beschäftigt. Jeder nutzt es, jeder kennt es und diskutiert darüber. Und es kommt ihm niemand aus.
Als Umschlagplatz für soziale Beziehungen aller Art erlangt gerade der Marktführer immer größere ökonomische Macht und politische Bedeutung. Wie lässt sich jetzt aber das soziale Netzwerk in unserer Gesellschaft verorten? Welche Ökonomie steckt hinter dem Like-Button und wer ist der eigentliche Drahtzieher, der uns dazu bringt, uns selbst zu vermarkten? In ihrer Publikation Generation Facebook versuchen die Herausgeber Theo Röhle und Oliver Leistert, diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen. Und dazu haben sie zahlreiche namhafte deutschsprachige Wissenschaftler eingeladen, ihre Thesen zu formulieren. Sie haben die wichtigsten Facetten des Phänomens untersucht und die Konsequenzen dieser neuen Form von Sozialität. Einer der Herausgeber, Theo Röhle, und die Autorin Caroline Wiedmann sind zu Gast an der Universität Wien im Rahmen der Vorlesung Mediengeschichte vom Institut der Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Wie kommt es jetzt dazu, dass Sie heute die Autorin Caroline Wiedemann und den Herausgeber Theo Röhle hier eingeladen haben nach Wien? Es war ganz wichtig, beide hier nach Wien einzuladen, weil Theo Röhle ein Standardwerk über Facebook im deutschsprachigen Raum vorgelegt hat. Das ist der einzige Sammelband, der systematisch breit angelegt, aber auch so einer sozialen, medienkritischen Perspektive Facebook untersucht. Und deswegen haben wir ihn eingeladen und Caroline Wiedemann ist jemand, der eine Autorin, die sich sehr genau auf die Herrschafts- und Machtprozesse, die auf Facebook ablaufen, untersucht. Und beide versuchen, deswegen habe ich beide auch eingeladen, und das ist sozusagen eine Klammer in diesen Vorträgen, Facebook auch in so eine soziale, kulturelle Gegenwartsdiagnose einzubetten, um zu sagen, okay, Facebook ist ein Indikator für bestehende Gesellschaftsordnungen. Und deswegen kommen die beiden hier nach Wien und haben ihre Sache, glaube ich, ganz gut gemacht. Bei den Workshops diskutierten die Studentinnen und Studenten über die Vermarktungssysteme von Facebook, Bildkulturen und Alternativen zu der marktbeherrschenden Plattform. Ja, Frau Wiedemann, wie kommt man jetzt auf die Idee, über Facebook zu schreiben? Was fasziniert Sie persönlich auch an der ganzen Maschinerie? Ich habe als erstes StudiVZ für sehr ungewöhnlich erstmal gehalten. Also das sind ja Varianten, miteinander zu kommunizieren, die es vor eben diesen Social Networking Sites noch nicht gab, und fand es ganz spannend, wie viele Leute das angezogen hat und wie die Leute sich da auch sofort mit dieser Art, in welche Raster sie da gepresst werden, auch einfach abgefunden haben. Und es hätte ja ganz andere Möglichkeiten noch gegeben, oder es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, andere Formen von Social Networking im Netz zu betreiben, und dass dann die Userinnen alle zu Facebook springen, fand ich halt interessant und habe mich gefragt, warum ist das so, warum etabliert sich gerade eine Seite so sehr? Im Anschluss an die Workshops gab es dann eine Vorlesung von Caroline Wiedemann und Theo Röhle im Hörsaal C1 des Campus. Hier legten die beiden ihre Thesen zu den Netzwerken dar. Wiedemann betrachtete das soziale Netzwerk unter den Aspekten der Selbstdarstellung im Rahmen der Profilbildung, den Dokumentationstools im Anwendungsbereich und auch der Feedbackschleifen durch die Freunde. Röhle sprach über die Open Graph-Funktion und ging der Frage nach, inwieweit die Transparenz bei Facebook eine Selbststeuerung der Gesellschaft erreichen könnte. Herr Röhle, wie kommt es dazu, dass Sie heute bei uns an der Universität Wien sind? Oh, wie das kommt. Ich habe ein Buch mit herausgegeben, das heißt Generation Facebook. Das war eigentlich der Versuch, aus dieser eher feuilletonistischen Betrachtung von Facebook ein bisschen rauszukommen und immer nur böse und gut quasi gegenüberzustellen oder so eine Art Faszination und wirklich mal medienwissenschaftlich das Ganze sich anzugucken und eine kritische medienwissenschaftliche Perspektive darauf zu entwickeln. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben schöne Autoren und schöne Beiträge versammelt. Das Buch ist im Oktober erschienen und wir haben das jetzt heute nochmal einige Aspekte des Ganzen hier zusammen durchgesprochen. Und sind Sie selbst bei Facebook aktiv? Ja, allerdings hauptsächlich, um zu gucken, also wie das Ganze funktioniert. Ich denke, man muss sich schon mal damit auch als Nutzer befasst haben, um überhaupt darüber was sagen zu können.
Allerdings sehe ich das Ganze schon sehr kritisch und würde schon auch dafür plädieren, dass man eigentlich lieber zu anderen Plattformen wie Diaspora oder Friendica wechselt. Also ist es eben so, dass natürlich die, wie ich es auch gerade gesagt habe, dass es sehr vergleichbare Profile sind, dass es ähnliche Raster sind, in die man, also man trägt quasi in kleine Felder ein, was so die Lieblingsbücher sind, was man so für politische Einstellungen hat. Das wird auch alles sehr gleichgestellt darauf und lässt einem nicht unbedingt persönlich Freiraum, seine politische Haltung nochmal genau auszuformulieren oder eben überhaupt, wie es eigentlich Homepage ist oder wie es das Internet bieten würde, ganz frei selbst sich Blogs zu gestalten und so weiter, sondern man wird da eben in Raster gepackt, die dann sich untereinander auch wiederum, also die Profile lassen sich eben vergleichen und dementsprechend auch in Konkurrenz setzen. Und so entspricht es dann doch so Evaluationsprozessen. Die Studentinnen und Studenten der Uni Wien wurden angeregt, sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive mit Facebook zu beschäftigen. Ja, und im Keller der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik befindet sich auch eine Bibliothek, die auch Interessenten, Studierenden zugutekommt, kann man besuchen. Und hier finden sich Literatur über Erdbeben, Untersuchungen und dergleichen. Das Themengebiet der Erdbeben ist sehr weitreichend und entsprechend groß ist auch diese Bibliothek. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier von der Hohen Warte in Wien. Wir haben heute zahlreiche Informationen rund um Geodynamik und Seismologie bekommen. Unsere nächste Sendung gibt es dann wie immer in 4 Wochen auf Oktober.